Die Umweltkrise ist doch eine Krise durch menschliches Verhalten. Sicher, ja. Das machte die vergleichende Verhaltensforschung für uns zur brisanten Wissenschaft, denn wir haben ein derartiges technisches Zerstörungspotenzial, das in unserer Stammesgeschichte nicht vorgesehen war, dass es auch keine ererbten Sicherungen dafür gibt, die in uns eingebaut werden. Und das macht die Verhaltensforschung zu einer Wissenschaft der Selbsterkenntnis und damit der Selbstbegrenzung. Sicher. Und genau das ist der Grund, weshalb ich auf meine alten Tage Bußprediger geworden bin, eigentlich gegen meine eigentliche Berufung als Forscher und zum Teil gegen meine Neigung. Bleiben wir beim Bußprediger, denn der hat es ja ins Rampenlicht der Öffentlichkeit gebracht und der hat es eigentlich dieser weiten Kritik fachfremder Kreise ausgesetzt. Man wirft ihnen in Diskussionen immer wieder vor, sie vertieren den Menschen dadurch, dass sie seine frühmenschlichen Verhaltensmuster und seine Instinkte aufdecken und bewusst machen. Dieser Anwurf ist natürlich völlig ungerechtfertigt. Ich behaupte im Gegenteil, dass nur derjenige, die spezifisch menschlichen Eigenschaften und Leistungen klar zu sehen bekommt, der sie sich gegen den Hintergrund der archaischen, tierischen Mechanismen abheben lässt, die dem Menschen auch heute noch mit den höheren Tieren gemeinsam sind. Schauen Sie, wenn Sie heute Leben definieren wollten, würden Sie ganz sicher das Erwerben und Weitergeben von Informationen durch die Doppelmoleküle des Genoms in dieser Definition aufnehmen. Von Urzeiten, von virusähnlichen Vorlebewesen bis ins späte Tertiär waren diese Mechanismen die einzigen, die Information gesammelt, kumuliert und weitergegeben haben. Da kommt auf einmal ein Anthropoide daher und erfindet einen neuen Apparat des Informationserwerbens, Sammelns und Weitergeben, nämlich das begriffliche Denken. Das begriffliche Denken bringt etwas mit sich, was der umstrittenen Vererbung erworbener Eigenschaften gleichkommt. Das begriffliche Denken ist ein Apparat des Informationssammelns und Weitergebens, der überindividuell ist, in dessen Folge ein überindividuelles Wissen, Können und Wollen auftritt, das wir schlicht als den menschlichen Geist, als das geistige Leben des Menschen bezeichnen. Es ist völlig gerechtfertigt, das als eine besondere Form des Lebens zu bezeichnen, die es vor der Entstehung des Menschen und des begrifflichen Denkens schlechterdings nicht gegeben hat. Diesen gewaltigen Unterschied sehen unsere Kritiker gar nicht. Das lesen sie nirgends, dass der Mensch in dieser Weise sich von allen anderen Lebewesen radikal unterscheidet. Aber diese lawinenartig anschwellende zweite Information, außer der genetischen, die wir ja auch haben, die wird uns jetzt gefährlich. Die wird uns höchst gefährlich, und zwar deswegen, weil wir sie, weil der Mensch, der mit Recht stolz auf diese spezifisch menschlichen Eigenschaften ist, sie auf die Außenwelt anwendet, aber nicht auf sich. Dass er unter dieser Lage höchster Leistungen noch alle Instinkte des Tieres besitzt, wie der chinesische Weise gesagt hat, es steckt alles Tier im Menschen, aber keineswegs alle Menschen im Tiere. Das hört der Mensch nicht gern. Und deswegen richten sich empörte, aggressive Kritiken gegen die Annahme von instinktiven Verhaltensprogrammierungen des Menschen im Allgemeinen und im Speziellen gegen die phylogenetische Programmierung aggressiver Verhaltensweisen. Aber das, was Ihre vergleichende Verhaltensforschung so wichtig macht, ist die Tatsache, dass es eine Reihe von Trieben und Instinkten in uns gibt, die in unserer frühmenschlichen Existenz arterhaltend und sinnvoll waren und die sich im Zivilisationsmilieu jetzt gegen uns kehren. Ganz richtig, die im Zivilisationsmilieu außerordentlich gefährlich, ja vernichtend werden können. Die Aggressivität gehört dazu. Mit Atombomben in der Hand ist ein aggressiver
Anthropoid ein höchst gefährliches Wesen. Vor allem am Knopf. Vor allem mit der Hand am Druckknopf. Aber das gilt keineswegs nur für die Aggressivität. Bitte, was ich in meinem Aggressionsbuch geschrieben habe, daran halte ich an allem fest, wenn es auch oft falsch interpretiert wurde. Also ich habe nie an einen monokausalen Aggressionstrieb geglaubt. Extra Kapitel geschrieben, das Parlament der Instinkte, um dieser falschen Meinung vorzubeugen. Aber was ich hier betonen möchte, ist, dass andere Instinkte genauso verderblich werden können, wie die aggressiven, wie die agonistischen Verhaltensweisen. Ich glaube, dass an sexuellem Unglück, an danebengehenden Lieben, an zerbrochenen Ehen, mehr Menschen unglücklich werden im modernen Zivilisationsmenschen als durch ununterdrückbare aggressive Triebe. Und was die Unterdrückbarkeit von Trieben anbelangt, so ist, glaube ich, aus meiner persönlichen Erfahrung, der Fresstrieb einer der gefährlichsten. Ich finde es trotz aller Einsicht in die Notwendigkeit, dass ich schlanker werde, meine Arthritis leidet darunter, dass ich zu schwer bin, mein Herz leidet darunter. Trotzdem habe ich es verflucht schwer gefunden, um 10 Kilo abzunehmen, was ich allerdings fertiggebracht habe. Und ich kann Ihnen sagen, meine aggressiven Triebe, die ich sehr wohl kenne, meine Aggressionstriebe gegen böse Kritiker und vor allem dumme Kritiker, die fällt mir viel leichter zu unterdrücken als die Verhinderung des Selbstmordes mit der Gabel, wie es so schön heißt. Sie haben ja auch mit Leihausen gemeinsam dargestellt, dass die Territorialität, die eigentlich zur Gleichverteilung der Organismen über einen gebotenen Lebensraum da ist, dass die in der künstlichen Verdichtung unserer Städte das Leben für die Menschen unerträglich macht. Zu einer fürchterlichen Aufheizung der Aggressivität führt. Die Menschen gehen sich so auf die Nerven, wenn sie zu dicht aufeinander sitzen. Man muss erlebt haben, wie menschenfreundlich und, wie soll ich sagen, warmherzig Menschen sind, wenn sie in den Wäldern Wisconsins 12 Kilometer voneinander wohnen. Da liebt man seine Nachbarn. Und das fällt furchtbar schwer, wenn einem der Nachbar Tag und Nacht am Knack sitzt, um es österreichisch auszudrücken. Und eine andere Ihrer Grundthesen ist, dass das Zivilisationsmilieu Sicherheitsmechanismen der Evolution ausgeschaltet hat, zum Beispiel zur Bewältigung der Aggression, dass der Mann, der am Druckknopf einer Atombombe steht, keine Tötungshemmung hat, weil er das leidende Kind nicht sieht. Weil er die Leiden nicht sieht. Ich behaupte ja, dass kein Mensch auf die Jagd gehen würde, wenn er den Hasen oder das Reh mit Händen und Zähnen vom Leben zum Tode befördern müsste. Dass der Druck auf den Drücker, auf den Hahn, ein Tier tötet, das erfährt die tiefe emotionale Tötungshemmung nicht mehr. Und so ist es natürlich viel mehr im Feld und im Krieg. Und in allem. Würden Sie Ihre Rolle bei der Aufdeckung von Instinkten und frühmenschlichen Verhaltensweisen ähnlich sehen wie die Rolle Freuds bei der Aufdeckung des damals tabuisierten Sexualtriebes? Ja, ich bin geehrt über diesen Vergleich. Freud hat natürlich gewaltig simplifiziert. Das war zu seiner Zeit modern. Jacques Loeb und andere Großen haben ähnlich simplifiziert. Und Freud hat einfach Sexualität mit allen Instinkten gleichgesetzt. Mit dem Totum, mit dem Totale aller Instinkte gleichgesetzt. Aber wenn Freud gesehen hat, dass das Ich Arbeit leisten muss, um dieses spontan quellende Es im Schach zu halten, zu unterdrücken, so ist das allein eine Erkenntnis. Bitte, eine Erkenntnis zu einer Zeit, wo alle an Reflexe geglaubt haben und wo spontanes Quellen einer Verhaltensweise eine Unmöglichkeit war. Allein dafür würde Freud einen Nobelpreis verdienen. Im Zusammenhang mit der Aufdeckung eines machtvollen Triebes sind ja gegen Freud ebenfalls starke moralische Anwürfe erhoben worden. Ja, tatsächlich ja. Die gemeinste Verleumdung, die gegen Freud in Umlauf gebracht wurde, ist, dass er mit seiner Analyse der Sexualität beim Menschen einer hemmungslosen Auslebung aller
sexuellen Instinkte das Wort reden wollte. Und das ist absolut unwahr. Und ich fühle deswegen so stark mit Freud, weil ich genau dasselbe erlebt habe, punkto der Aggressivität. Es ist eine Verleumdung, wirklich eine ganz infame Verleumdung, zu sagen, dass ich mit meinen Theorien über aggressives Verhalten und seine instinktive Basis eine Entschuldigung, eine Apologie für Gewaltanwendung geben wollte. Im Gegenteil. Es ist alles, was ich über Aggressivität geschrieben habe, entspringt der Überzeugung, dass wir die Aggressivität in uns und außer uns kennen müssen, um sie zu meistern. Eine entscheidende Aussage Freuds bestand sicherlich darin, dass das bloße Verleugnen dieses starken Triebes nicht genügt, um ihn zu bewältigen, sondern dass das schiefgehen kann. Ganz sicher. Und etwas Ähnliches ist in Ihren Anschauungen über das Verleugnen, das Nicht-Wahrhaben-Wollen von Instinkten und Trieben nicht, überhaupt zu finden. Nicht nur etwas Ähnliches, sondern das Gleiche steht überall bei mir. Das Gleichnis von Erich von Holst war, dass man das Pferd kennen muss, dass man reitet. Und wenn man die Spontaneität dieses Pferdes einfach ableugnet und einfach nicht daran glaubt, dass dieses Pferd existiert, geschweige denn es einmal bocken könnte, da liegt man sehr schnell im Graben. Wir haben von Freud gesprochen und Freud war sicherlich in irgendeiner Weise Dogmatiker und nicht sehr tolerant gegen Widerspruch. Ja. Sind Sie tolerant gegen Widerspruch? Ja, eine Selbstbeurteilung ist schwer. Ich kann nur sagen, ich hoffe es. Das heißt, ich hoffe, dass ich auch nachweisen kann, dass ich gegen sachlichen Widerspruch sehr tolerant bin, gewesen bin und hoffe es noch zu sein. Als mir Holst die Reflextheorie den Stuhl unter dem Sitze wegzog, habe ich das sofort begrüßt und nicht nur toleriert, sondern zu meiner eigenen Ansicht gemacht. Und ich kann mehrere solche Fälle nachweisen. Nicht tolerant bin ich gegen blöd. Und blöd sind eben sehr häufig jene maßlosen Kritiken, die aus ideologischer Doktrin motiviert sind. Und da fühle ich mich berechtigt, sie zu ignorieren. Ignorieren nur insofern, als ich meine Meinungen nicht danach ändere, wohl aber, wenn ich mit Freude zur Kenntnis nehme, dass diese blöden Kritiken aus diametral entgegengesetzten Lagern kommen. Die Kritik, das Nicht-Wissen-Wollen um die Instinkte des Menschen, das finden Sie erstens bei den Großkapitalisten, bei den Produzenten, die den Menschen unbegrenzt manipulierbar haben wollen, die der behavioristischen Doktrin, der Empty Organism, Doktrin des Behaviorismus anhängen, dass der Mensch eine Tabula Rasa geboren, als Tabula Rasa geboren würde, durch die man, aus der man durch Conditioning machen kann, was man will. Also diese Manipulierbarkeit wünschen die Produzenten, die sich einen ideal gehorsamen Konsumenten wünschen. Den idealen Konsumenten, der genau das macht, was man ihm vorschreibt, durch kluge Werbungsmaßnahmen. Und auf der anderen Seite sind die gläubigen Anhänger der Tabula Rasa-Theorie, die Marxisten, die den idealen Sowjetmenschen zu produzieren hoffen. Sie haben ja wirklich schon oft bewiesen, dass Sie zur Selbstironie, zum Lachen über sich selbst fähig sind. Und Sie haben ja eine Maxime, die das sich selber in Frage stellen zum Inhalt hat. Ja, ich weiß, was Sie meinen. Ich habe mal gesagt, es ist eine durchaus gesunde Übung für jeden Naturforscher, als Frühsport vor dem Frühstück eine Lieblingshypothese über Bord zu werfen. Und daran halte ich absolut fest. Ich bin ja in Hinsicht auf die Verifikation durch Falsifikation mindestens zum Teil
Popperianer, also das ist ja Karl Poppers Logik der wissenschaftlichen Erkenntnis. So dass man also manchmal den Eindruck hat, wenn man mit ihnen diskutiert, sie sind beinahe süchtig auf fruchtbaren Widerspruch. Ich weiß nicht, ob man das süchtig nennen soll, das ist Pflicht. Die ständige Suche nach der Möglichkeit, die eigenen Theorien als falsch und nicht als falsch oder wenigstens als teilweise unrichtig zu erweisen, das ist Pflicht.